Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play. Dragon Quest 6 ist für mich jetzt eine neue Umgebung. Und zwar habe ich meinen kompletten Raum, Aufnahmeraum quasi umgestellt. Der PC steht komplett auf der anderen Seite. Es ist halt alles jetzt anders. Aber was nicht anders ist, ist, dass das Spiel immer noch Spaß bringt. Und ich heute weitermachen werde. Ja, tatsächlich. Muss nur ein bisschen die Kabelatur. Ist halt komplett was anderes. Deswegen muss ich hier ein bisschen was gucken, wie ich das hier alles handhabe. Wir sind hier in diesem Eisschneegebiet da stehen geblieben. Wo die Leute einfach eingefroren sind. Keine Antwort kriegen wir. Und ich habe offscreen eben gerade nochmal. Oh Gott, das wird kalt. Das zeige ich ja hier drin. Das zeige ich euch drin. Meine Ausrüstung nochmal durchgecheckt. Und ein bisschen gewechselt. Und so ein paar Kleinigkeiten. Kann ich euch mal zeigen da. Ihr seht ja auf anderen Bildschirmen, dass es alles so ausgerüstet ist. Ich habe ihm einfach hier Platinpanzer gegeben. Und die anderen habe ich irgendwie Goldring irgendwie sowas gegeben oder so. Keine Ahnung. Oder weggepackt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es sehr lustig, dass wir genau 58 Casino-Jetons haben, genauso wie wir 58 Mini-Medaillen gesammelt haben. Also ich finde das schon sehr lustig. Ist mir aufgefallen. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Darüber habe ich gelacht, während ich mich darauf vorbereitet habe, diesen Part aufzunehmen. Und ja, irgendwie scheint es hier nichts zu geben, ne? Ich meine, Moment, wir haben eine Karte. Waren wir schon in allen Gebäuden drin? Ich bezweifle es, ne? Ist ja alles eingefroren. Keinerlei Antworten. Aber vielleicht finden wir jemanden, der nicht eingefroren ist. Das wäre super. Aber hier haben wir ein Buch Bücherregel. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt im letzten Part überall drin waren. Weiß ich nicht mehr. Zeit der Geständnisse. Steht da im Buch geschrieben. Deshalb dachte ich, mit ein bisschen mehr könnte ich. Längere Passagen wurden unkenntlich gemacht, so dass praktisch kein Sinn in den Zeilen zu finden ist. Ja, das ist natürlich sehr sinnbefreit, das denn irgendwie versuchen zu wollen zu lesen. Haben wir das. Wieso ist hier ein alter Mann? Aber wir haben eine Mini-Medaille. Jetzt haben wir doch eine Mini-Medaille mehr. Hallöchen. Was führt euch junge Leute an einen Göttin verlassen Ort wie diesen? Ihr habt sicherlich bemerkt, dass ich hier der Einzige bin, der kein schimmernder Schneemann ist. Und ich nehme an, ihr seid hier nicht hier, um einen alten Kauz mich zu treffen, also geht wieder! Was für euch junge Leute an den Göttin verlassen Ort wie diesen? Warum? Wenn man diese alten Kauz macht, dann denkt man muss die öfter anreden, wie bei Mystic Quest Bogart, ne? Da wird eigentlich spielen. Hey, Moment! Ja. Was auch immer ihr sucht, sucht es nicht in der Nähe des Schreins in Nordosten. Okay. Auf keinen Fall, verstanden? Nordosten? Alles klar, danke. Ja, was ist los mit dir? Kein Fall da suchen, Nordosten. Ja, ich denke, man geht erstmal nach Nordosten. Weil hier ist ja wirklich sinnbefreiter, hier irgendwie was so rumzugucken. Aber ich finde es halt cool mit dem Effekt, ne? Das verbraucht Bitrate. Wobei gar nicht so viel. Donkey Kong Country ist schlimmer. Wobei ich wieder Bock habe auf Donkey Kong Country, ne? Muss ich ehrlich sagen. Da habe ich wieder Bock drauf. Ja, ich sehe schon auf der Karte, da ist ein kleiner Schrein da im Nordosten. Den werden wir nicht besuchen. Das verspreche ich euch. Ist das ein Eisrätsel? Oh, ich hasse sowas, das erinnert mich an Pokémon. Aber hier ist safe, safe. Nee, nicht ganz. Verdammt, warte mal. Ich muss irgendwie. Erstmal gucken, warte. Okay, alles klar. Dann ist mal hier, zack, bin ich drauf. Gut, Hallöchen. Oh, Gesellschaft? Es ist lange her, dass ich Besuch hatte. Es scheint, ihr habt mich auch nicht erwartet. Warum? Weil ihr nicht immer wisst, wer ich bin. Ist doch klar, ne? Ja, stimmt. Also dann, Abenteurer voller Neugier. Sucht einen jungen Mann namens Brandis und fragt ihn nach mir. Er ist in diesem winzigen Dorf im Südwesten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er euch alles sagen wird, was ihr wissen müsst. Der ist diese alle eingefroren. Darf ich nochmal mit dir reden? Hallo? Oh, Gesellschaft. Oh, es ist so lange her. Der hat Alzheimer. Das ist keine 2 Sekunden her. Ein junger Mann namens Brandis. Er liegt im Südwesten. Der sagt alles, was wir wissen müssen. Ich kann die Karte nicht drehen, also gibt es hier auch nichts. Hä, hey, das verstehe ich jetzt nicht. Oh nein, wie komme ich denn jetzt hier raus am besten? Ich muss da rechts rein. So. Ja, nicht ganz. Es ist komplizierter, als es aussieht. Ich komme jetzt irgendwie nicht so, ne? Ja, okay, gut. Ja, gut, und dann gehen wir nochmal zurück ins Dorf und der einzige Mann, der da lebt, war der alte Mann. Ich denke mal, Ich verstehe jetzt dieses Örtchen nicht so. War das hier? Ja. So, ich war da und hab besucht. Die Spur ist kalt, ich suche besser woanders.
Guten Tag. Entschuldigung, da keine Zeit für Tratsch. Ich hab's eilig. Er sucht das legendäre Schwert, das wissen wir ja bereits. Oh, ihr schon wieder? Hat mir nicht ausgemacht, dass ihr hier nichts zu suchen habt? Was? Ein junger Mann namens Brandis? Das ist gut. Brandis ist schon seit mindestens 50 Jahren kein junger Mann mehr. Und ich muss es wissen, ich bin Brandis. Ihr wart beim Schrein, richtig, nachdem ich euch ausdrücklich gebeten habe, dorthin zu gehen. Warum können die jungen Leute nicht einfach das tun, was man ihnen sagt? Zum letzten Mal, geht nie mehr an diesem Ort, verstanden? Außer ihr wollt es so etwas wie ich. Wieso, was denn? Warum können die jungen Leute einfach nicht tun, was man ihnen sagt? Zum letzten Mal, geht nicht mehr an diesem Ort, verstanden? Außer ihr wollt es so etwas wie ich. Also sprach die Frau in der Höhle von Brandis vor 50 Jahren. Brandis, der Arme Kerl hat ja so traurige Augen. Vor 50 Jahren, hm? Vor 50 Jahren, hm? Jetzt kriege ich Kopfschmerzen. Warum ist... Also, ja... Jo. Dann habe ich keine Ahnung, was wir machen sollen. Das ist gut, ne? Außer, dass wir nicht nochmal in die Höhle gehen sollen. Wir gehen nochmal in die Höhle und fragen sie, sagen ihr, ey, der alte Mann, ich meine, Brandis ist mittlerweile ein alter, 50-jähriger alter Mann und wieso muss ich jetzt jedes Mal hier durch? Oh, das ist dumm. Ich habe mir das noch nicht gemerkt. Aber einmal eine ehrenrote Trainer geht das, ne? Hallo. Hey, ich wusste, dass ich euch wieder sehen würde. Dieser Brandis-Junge muss euch ja einiges mehr erzählt haben, hm? Was? Brandis ist ein alter Mann? Natürlich, ich vergaß, dass ihr Menschen dieses schreckliche Alterungsding durchmacht. Ja, ich weiß, es ist total schrecklich. Ich wäre auch gerne wieder jünger. Wie dem auch sei, das tut nichts zur Sache. Also sagt, was hat Brandis über mich gesagt? Hat euch gesagt, wer ich bin? Was ist denn? Ist euer Mund eingefroren? Sagt mir, wer ich wirklich bin. Amigo kann nicht antworten. Warte, also wisst ihr wirklich nichts über mich? Sagt ihr die Wahrheit? Ja. Also hat Brandis tatsächlich seinen Mund gehalten. Also ich denke, 50 Jahre waren lang genug für diesen ungezogenen Bengel, um seine Lektion zu lernen. Gut, ich werde den Fluch aufheben, mit dem ich dieses Dorf belegt habe, aber zuerst... Das ist nett von dir, wirklich, total nett, dass du da 50 Jahren den Fluch aufhebst und der Typ, der alte Mann, einfach 50 Jahre da drin im Dorf lebt und... Mein Name ist Gerda, die Schneejungfer. Ich beschütze dieses Winterwunderland. Ihr dürft niemals von mir erzählen. Brandis brach dieses Versprechen und musste die Konsequenzen tragen. Und das nach allem, was ich für ihn getan habe. Ich habe ihn gerettet, als er am Berg zusammenbrach. Wie dem auch sei, ich danke, er hat genug gebüßt. Jetzt ist die Stunde der Vergebung gekommen. Also dann, oh Schneesturm, taue die Seelen der Dorfwohner auf und löse sie aus ihrem Tiefkühlschlaf. Das ist sehr nett von dir, dass du sie mal, dass du die Dorfwohner bestrafst. Ich denke mal, wobei, die merken ja eigentlich kaum was, ne? Die sind ja eingefroren. Die sind plötzlich wieder da und dann geht's einfach das Leben weiter wie vorher, ne? Was geschieht hier? Und er ist gerade hier am See reinstrollern, oder was? Nein, aber das will ich nicht. Hab ich nie vor. So, der lange Winter für die Dorfbewohner ist zu Ende. Wir wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass 50 Jahre vergangen sind. Wissen sie wahrscheinlich nicht mehr. Also natürlich abgesehen von einem von ihm. Ich bin so gemein. Wie dem auch sei, das war erledigt. Ihr macht euch jetzt besser auf den Weg. Und denkt daran, ihr habt mich nie getroffen. Niemals. Einfach hier, ne? Warum muss man diese Serie so kompliziert? Das ist eigentlich komplett unkompliziert. Warum hätte man, das hätte man so komplett sparen können, diese Rutschpassage, oder? Was meint ihr? Falls wir jemand Zweifel sind, was das nächste zu tun ist, soll man dann Lucia Besuch abstatten. Hört zu lügen, die Alte weiß genauso wenig wie wir in dem Moment. Die denkt immer, sie wäre was. So, jetzt kommen wir die ganzen Leute rein. Hallo. Willkommen im Berg Schneewee, dem Land der vier Jahreszeiten. Winter, Winter, Winter und Winter. Berg Schneewee. Endlich wissen wir den Namen. Berg Schneewee. Das muss ich mir merken. Damit ich die Part benennen kann, wo wir im letzten Part hier angekommen sind. Oh, dann ist los hier. Was? Wo ist Brandis hin? Bis gerade eben saß er noch hier. Er erzählt mir eine äußerst faszinierende Geschichte über eine gewisse Schneejungfer bei einem oder zwei gemeinsamen Schlückchen. Und dann, wusch, flog die Tür auf und ein Haufen Schnee wurde reingeweht. Es wurde plötzlich richtig kalt und dann, ja, ich kann mich nicht erinnern, was da passiert ist. Naja, hoch die Tassen, gluck, gluck, gluck. Draußen ist es kalt genug, um die Augen zu frieren zu lassen. Wollt ihr ein Stückchen dampfenden Kräutertee, um euch aufzuwärmen? Oh ja. Dann habt ihr hier, da habt ihr ihn. Passt ihr auf, wer es heißt. Miku leert die Tasse mit Kräutertee. Seine wohlige Wärme breitet sich ganz Körper aus. Ich wette, jetzt habt ihr keine kalten Füße mehr. Was? Lass mich wissen, wenn ihr noch einen wünscht. Gerne doch. Hallo. Hier ist es schön warm. Aber wo ist Brandis? Das ist seltsam. Gerade saß er noch dort.
Ich weiß es nicht. Hm. Ich denke mal, wir schlafen einmal hier. Ne? So jetzt so komplett legal. Ja. 175 Goldmünzer. Wäre der Typ, glaube ich, billiger dran gewesen, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, komm, wir gehen mal hier. Komm, ja. Wir schlafen einmal hier. Und dann gucken wir mal, wen man hier sonst so treffen kann, ja? Weil ich finde, in den Tränkkasten, man muss ja auch mit den Leuten reden. Das gehört ja dazu in den Rollenspielen, ne? Auch viel, wenn viele nicht mögen, ich mag's. Ja, hier ist ja nur nichts. Okay, gut. Weiter. Darf ich durch? Danke. Gehen wir mal hier rein. Ach, hier kann man neue Sachen kaufen, nicht wahr? Was hatte ich nochmal vor? Ach, richtig. Ich wollte Wasser vom Brunnen holen. Den Eimer nach unten. Den Eimer nach unten? Es hört sich, das hat sich voll an Tipp angehört. Warte, Moment. Den Eimer nach unten. Ich weiß es nicht. Ich habe ja wirklich auch nichts zu schreiben. Wieso? Ich habe hier gerade alles umgestellt. Deswegen habe ich hier nichts. Nichts zum Schreiben. Merken wir uns einfach mal den Eimer nach unten. Guten Tag. Willkommen im Kramladen. Was kann ich dir helfen? Was will ich kaufen? Du hast halt wirklich nichts Gutes. Tut mir echt leid, ne? Gar nichts. Gar nichts. Nix. Und du so? Habt ihr von den Schneejungfern gehört? Nein. Ich hörte die Legende von einer Frau Mutter. Jeder, der die Schneejungfer anzieht, soll auf die Stelle des Eises erstarren. Bleib wachsam dort draußen und zieh zwei Paar Socken an, ja? Oh, fast hab ich's vergessen. Wir kommen Waffenladen. Kaufen. Was benötigt ihr? Es wird mich halt schon hart interessieren, was passiert, wenn ich jetzt Ja drücke, ne? Kriegsfahrer brauchen wir gar nicht, oder? Ne, Segenklinge. Wir haben kein Geld. Und sonst, was gut wäre mit Traum und Klinge für Pampelot, ne? Die Stahlstachelpeitsche brauchen wir nicht. Ne, brauchen wir nichts, nur. Soll ich mal ein Spiel. Soll ich. Komm, wollen wir was machen? Ich speichere mal, dass es dafür. Ich meine, wir haben ja die Möglichkeiten. Ich speichere einmal und dann gucken wir mal. So, ich habe jetzt gespeichert. Wir gucken mal. Wir kommen Waffenland. Oh, Schiss. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr machen. Oh Mann. Egal, beim nächsten Mal. Okay, die schläft. Das ist natürlich jetzt schade, oder? Das hätte ich jetzt gerne jetzt ausprobiert. Falls ihr jetzt mal selber spielt, dann probiert es mal aus. Aber speichert vor, bevor ihr dahin geht. Ich hätte es gerne wirklich herausgefunden. Oh, Entschuldigung. Ich strecke nur meine kalten Glieder. Ich fühle mich, als hätte ich jahrelang geschlafen. Okay, gehen wir mal hier rein. Hallo. Wieso läufst du bergab, auf und ab? Was im Namen der Göttin geht dieses Dorf vor? Ich bin nicht von hier, wisst ihr? Ich bin nur hier, weil ich mich für Ali Kazam interessiere, den berühmten Weisen. Ali ist ein sehr alter Mann, praktisch schon antik. Das ist gute Umschreibung. Ich war mir sicher, dass er schon vor Jahren gestorben ist. Ich wollte zumindest sein Grab besuchen. Ich hätte nie erwartet, im Leben anzutreffen und dann auch noch in solch bestechenden Form. Ich war ausgesprochen überrascht. Ich nehme an, das ist es, was einen Weisen ausgezeichnet. Seine Lebenskraft übersteigt die meine oder bei eure bei weitem. Stimmt, da wurde ja gesagt, dass irgendwie, ja, wenn du den jetzt treffen willst, dann bist du leider 100 Jahre zu früh, ne? Bist du Ali Kazam? Ich bin in der Tat Ali Kazam. Was führt euch zu mir? Heiliger Schneesturm, das legendäre Schwert? Oh, ich kann euch ein paar Dinge zu diesem Thema erzählen. Diese berühmte Waffe befindet sich nicht weit von hier. Sie liegt in einer gefrorenen Grotte im Norden unseres bescheidenen Dorfes. Aber Achtung, die Tür, die zur Grotte führt, ist fest verschlossen. Ja, wir haben einen Schlüssel. Ihr könnt sie nicht öffnen, wenn ihr nicht vor der Tür die magischen Worte sagt. Wenn es mir jemand gäbe, der die magischen Worte weiß, ach, Moment, ich weiß es. Ich nehme an, ihr wollt sie jetzt unbedingt hören, hm? Ja. Natürlich wollt ihr das, da ihr sie nicht gefragt habt, sage ich es euch sogar gratis. Also die magischen Worte bestehen aus einem Passwort, das von drei kleinen Sätzen gefolgt wird. Das Passwort ist Kalyre. Ich muss jetzt echt aufschreiben. Mit diesem Wort erlangt ihr sozusagen die Aufmerksamkeit der Tür. Kalyre. Und jetzt hört genau zu. Es ist äußerst wichtig, dass ihr merkt, was ich gleich sagen werde. Der erste Satz ist, das ist wie es hat alles damit zu tun, dass man keine schlechten Absichten hat. Und der zweite, das hat etwas mit der Stärke der Waffe zu tun, oder der Waffel? Ich denke, ich habe mich verstanden. Und der dritte ist übrigens eine Untiefe, ja, oder nein? Ja, habe ich gesagt, dass ich das Schwert in der Eichhörn enorm finde. Das ärgert mich gerade richtig, dass ich hier nichts zum Schreiben habe. Und dann los. Oh, und komm zurück zu und sag mir Bescheid, wenn ihr das Schwert gefunden habt. Einverstanden? Das Gebiet schon allein Höflichkeit. Ich will es auch nicht tippen die ganze Zeit. Das ist auch dumm. Nochmal. Ich mach das. Ich werde jetzt hier einfach kurz mal irgendwann am PC ein Dokument machen. Ja. So.
Ich schreibe mir das einfach mal auf. Ihr hört jetzt live dabei, wie ich hier in die Tasten haue. Kalyre. Ich habe deswegen spiele ich auch keine PC-Spiele, weil meine Tastatur, meine Maus so laut ist. Das ist halt das schlimm. Ja, und jetzt halt genau, das ist äußerst wichtig, dass ihr euch merkt, was ich gleich sagen werde. Erster Satz ist... Ich treffe einfach keine schlechten Absichten. Absichten 2 und 3. So. Der dritte ist irgendwas mit Untiefe. Untiefe. Irgendwas hat er ja gesagt, ne? Waffen, ich frage ganz, ich halte mich für Verwirrung nur kurz halten. Waffen. Waffenstärke. Ja. Wir haben ja gesagt, irgendwas mit dem Brunnen, ne? Ja, genau, und Tiefe. Oder nein, also jetzt habt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Das öffnet eine Tür mit einem Kinderspiel für euch. Ja, ich weiß. Wir kommen zurück und sagen, wenn wir das Schwert gefunden haben. Es gebietet allein schon die Höflichkeit. Werde ich tun. Aber sowas ist halt dumm. Ich hasse sowas. Ich schreibe halt ungern mit ganz irgendwas am PC hier entlang. Das ist halt. Besuchen wir immer. Hallo. Ich glaube, mein Gehirn ist eingefroren. Ich könnte schwören, dass mein Freund Brandes hier wohnt. Wo ist er hingegangen? Und wer ist das alte Krauze in unserem Stockwerk? Ich weiß es nicht. Wollen wir mal besuchen? Ihr habt Gerda getroffen, richtig? Nein? Gut, okay, habt ihr meine Warnung ignoriert? Ihr werdet jetzt enden wie ich. Ihr wisst, was mit alten Brandes passiert ist, oder? Hat Gerda gerade gesagt, als ob sie mir schon vergeben hat? Nein, sag's mir nicht. Es hat jetzt keine Bedeutung mehr. Ich habe gerade mit einem alten Freund ein paar Gläschen gesprochen. Wir erzählen uns Geschichten und bevor ich mich versah, erzählt ihr euch auch schon von der Schneejungfrau Gerda. Nachdem sie mich ausdrücklich gewarnt hatte, vor ihr zu erzählen. Man spricht ja von kalter Rache, aber ihre war... Naja, sie hat das gesamte Dorf eingefroren, alle außer mir. Das war vor 50 Jahren, seitdem war ich auf mich allein gestellt. Hört zu, Reisende, man sagt, wir alle machen Fehler, wenn wir jung sind. Und dass man nie Angst davor haben soll, seinen Weg zu gehen. Es ist Teil des Erwachsenwerdens. Wenn das so ist, hat mein Fehler dann eine Bedeutung für mein Leben? Ich weiß es nicht mehr, 50 Jahre sind eine schreckliche lange Zeit. Das ist halt so arm, es ist halt arm. Es ist halt so arm. Der tut einen voll leid. 50 Jahre einfach eingefroren. Habt ihr Tipps? Hallo. Was ist das ja eigentlich? Die Suppe war vor einer Minute noch kochen heiß, aber jetzt ist sie durch und durch gefroren. Komisch, ne? Achi! Ist kalt genug? Wie, das stimmt. Ich wollte einen Spaziergang mit Schneeball machen. Komm schon, Schneeball. Los geht's. Wuff, wuff. Wie sollen die alle raus? Der eine mit dem Topf. Schneeplatziergang. Yippie! Wuff, wuff. Eben war das Dorf noch ein einziger großer Eisblock und dann haut er von mal alles auf. Das ist ja schön und gut, aber jetzt stehe ich in der Kälte und habe keinen Schlafplatz. Die Wirtin hat mich fürchterlich aufgeregt, als sie mich fand. Sie hat mich mit einem Besen hinausgenagelt. Ich hatte für mein Zimmer bezahlt und alles. Naja. Kommt vor, ne? Ach ja, ein Brunnen. Der einmal da unten, deswegen ins Kulinars. Noch ein paar Mal und voll ist das Fass. Waren wir schon im Brunnen? Ich glaube ja, ne? Ja, ich glaube, wir waren hier schon drinne. Ja, okay, dann versuchen wir mal durch die Tür zu gehen. In diesen Dungeon. Aber vorher würde ich gerne einmal speichern. Ja, wir speichern einmal vor, bevor wir irgendwie zum nächsten Dungeon gehen. Schlafen brauchen wir nicht, wir hatten ja nicht mal irgendwie einen Kampf oder so. Ja, einmal bitte hier reinsemmeln. Ja. Danke. Gut. Dann muss aufmachen. Ich habe keinen Schimmer, wie wir da jetzt, was da jetzt auf uns zukommt. Ich habe leider die Karte geschlossen. Also den Guide, sag ich mal. Wenn das wieder so riesig aussieht, dann werde ich wieder öffnen, weil ich muss ja irgendwie hier ein neues Dokument hier am PC öffnen. Dann versuchen wir es mal. Das sieht sehr bösartig aus. Ja. Oh Gott, no. Oh, das ist ja super. Ich bin einmal zu ein zu. Nur von hier aus. Genau, so. Die Tür scheint von mysteriösen Kraft verschlossen zu sein. Das passt auch sagen, dass Ali dir verraten hat? Ja. Kalyre, ach, er sagt das mal alleine, Mann. Das ist halt auch so dumm. Man weiß es doch nie.
Die Tür scheint lebendig geworden zu sein. Ich bin der Wächter dieser Tür. Wollt ihr passieren, so sprecht die heiligen Worte. Sprecht nun den ersten Satz. Keine schlechten Absichten. Ich komme reinen Herzens. Sprecht nur den nächsten Satz. Die Waffe stecke. Die Klinge mit unvorstellbarer Macht. Und nun sprecht den letzten Satz. Irgendwas mit Untiefe. Uns soll alles enthüllt werden. Befreie sie aus eisiger Tiefe. Werde der Leitstern für unser Leben. Befreie sie aus eisiger Tiefe. Ja, folgendes gesprochen. Ich komme rein des Herzens, die Klinge unvorstellbarer Macht. Befreie sie aus eisiger Tiefe. Die heiligen Worte wurden gesprochen. Das Siegel sei nun gebrochen. Euer Weg ist frei, da ihr die heiligen Worte kanntet. Ihr könnt passieren. Danke. Kriege ich sie einfach. Ich denke, wir haben hier sehr... Ach, das ist so... Das ist ein Rutsch-Dungeon. Wir müssen da oben rein. Das kann nichts werden. Ich muss hier... Oh, ja, okay. kann kein Gegner? Keine Gegner? Ich habe nichts. Oh Gott, was... Muss ich alle aktivieren? Nee, hier kommen Gegner. Hier kommen Gegners. Ich bewahre mal hier meine Magie auf. Allein schon aus dem Grund. Weil ich nicht weiß, ob ich MP brauche. Kommen hier jetzt jeden Schritt auf diesen Schneedingern Gegner? Warum wirken immer Milena denn das? Muss ich alle aktivieren? Ich weiß es nicht. Oder kann ich einfach so rüber? Ich guck mal gleich mal, ob ich so rüber gehen kann. Test einfach mal aus. Aber wahrscheinlich kommt man denn erst hier durch, ne? Oder? Nö. Ist eigentlich völlig egal. Ich muss hier, weil ich, wenn ich hier, ich muss die Karte öffnen, weil sonst gehe ich, ich muss wegen den Items, weil wenn ich jetzt hier komplett lang, das ist dumm. Ich bin tatsächlich, das, ob ihr es glaubt oder nicht, die optimale Route gegangen, um da eben rüber zu rutschen. Ja. Es gibt ja tatsächlich nur ein Item. Nee, wobei, gar nicht wahr. Wir gehen erstmal in die andere Seite lang. Ich habe ja hier die Karte jetzt offen. Weil... Das ist halt absolut Schwachsinn. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie Simba so mega wichtig oder so. Dass man da irgendwas aktiviert. Aber wahrscheinlich muss man später... Wieso leben die eigentlich so lange? Aber wir setzen den Stab von Gent ein. Das ist mega gut, dass sie den auch einsetzen. Wer hat den nochmal? Ich habe nicht genug gelesen. Gepäck, Stab von Gent. Du hattest den Stab von Gent. Du hast den automatisch eingesetzt. Das ist sehr gut. Ja, wir können einmal hier runter. Ich weiß, da oben war was. Aber hier befindet sich was. Und dann können wir gleich wieder zurück. Das hätten wir zum Beispiel jetzt verpasst, ne? Ja, das hätten wir definitiv verpasst. Wenn ich jetzt nicht die Karte geöffnet hätte. Ja. 3 Trakale. Ey, hab ich nicht geheilt? Ich heile mich gleich mal danach. Bei der ganzen Schatzsuche bin ich immer abgelenkt. Das darf ja nicht so sein, ne? Wir wollen ja auch alles hier schön mitnehmen, ne?
Ich meine, guck mal, Melina und Rebecca haben wirklich eine massive Menge an MP. Also so ist das ja nicht. Aber wenn man am Ende, wenn der Dungeon halt eh wie der letzte Dungeon unter Wasser halt 100.000 Jahre lang dauert, bis man am Ende ankommen ist, und dann kommt doch ein Boss. Ich weiß nicht, das fand ich schon hart, aber wir haben es wirklich. Da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir das irgendwie noch geschafft haben. Muss echt einen kühlen Kopf bewahren. So, und dann wollen wir jetzt hier rüber. Ja. Da wollen wir rüber. Und dann machen wir. Ich weiß nicht, ob wir den Dungeon jetzt noch schaffen. Weil. Der ist ja ein bisschen weit. Denke ich mal. Ich habe jetzt nicht die komplette Karte, weil. Geht halt nicht, ne? Das geht ja nicht. Gibt's ja auch, glaube ich, im Internet nicht. Einfach mal eine ganz komplette Karte. Gut. Was haben wir denn hier? Nix. Einfach nur eine Leiter in der Mitte. Oh, ein Schild. Was steht da? An diejenigen, welche die Tür geöffnet haben, folgt dem Pfad des Blitzes. Norden, Westen, Osten, Süden. Okay. Norden. Westen. Oh, okay, ja. Okay. Ich gucke jetzt nicht auf die Lösung, weil ich keinen Bock habe. Ich will das schon. Wir müssen das mit. Norden. Westen. War das Süden? Ich gucke nochmal. Ich habe schon vergessen. Norden, Westen, Osten, Süden. Okay. Norden, Westen, Osten, Süden. Das ist okay, das ist eigentlich relativ easy. Dum, 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 dum. Norden, Westen, nee, gar nicht wahr. Das ist ja gar nicht so einfach. Norden, Westen, Osten, Süden. Das ist okay, ja. Das ist natürlich jetzt die Sache, ne? Wenn wir jetzt erst Norden, ich versuche mal komplett am Außen rum etwas zu laufen. Norden. Osten. Westen. Süden. Und dann muss ich noch da rein. Oh. Ja, ich mag's. Achso, okay, das ist ja schade. Das ist schade. Das hätten sie nicht machen müssen. Sind wir angekommen? Ist das legendäre Schwert? Gut, abgepasster Zeitpunkt. Jetzt bitte ich mich zu entschuldigen. Das ist nicht nett. Das ist also das legendäre Schwert des Ramias. Ich bleibe bei meiner Sonnenblitzklinge. Vielen Dank. Darf nicht jeder Legende Glauben schenken. Ich nehme mich an. Und dass ich dafür die weiten Wipels in die Berge gegangen bin, naja. Tut mir leid, falls ich dazwischen gefunkt habe. Das Schwert gehört euch. Übrigens, Entschuldigung, falls ich meine Nase in Angelegenheit stecke, die mich nichts angehen, aber ich habe einen Ratschlag für euch. Diese Schreckensfeinde sind mächtig. Ihr seid so gut wie tot, falls ihr euch auf dieses Schwert verlässt. Wisst ihr, mir fällt auf, dass ich mich gar nicht richtig vorgestellt habe. Ich heiße Vincent. Ich reise viel, wie ihr bereits bemerkt habt, werdet. Und ohne anzugeben, ich bin ein ziemlich guter Schwertkämpfer. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwie wieder. Falls du nur dann noch im Leben bist. Ja, bis später. Warum hat Melina gerade so geblinkt? Ausrufezeichen. Es ist keine Schande, dass so ein hübscher Kerl der nicht so miesen Charakter hat. Also es ist eine Schande. Er hat es sich nur kurz angesehen. Ist das wirklich das legendäre Schwert? Wissen wir alle nicht. Wir nehmen es einfach trotzdem. Miko steht irgendwie hier rum. So ein Glück. Ein rostiges Schwert. Oh mein Gott, das wollten wir schon immer mal haben. Miko erhält das rostige Schwert. Sag mal her, das rostige Schwert. Komm mal her. Das rostige Schwert hat anscheinend keine besonderen Eigenschaften. Ist jetzt wirklich auch nicht viel stärker. Das ist die Sache, ne? Aber man sieht schon anhand der Form, das könnte tatsächlich auch die Zenitklinge sein. Ja. Und ich denke mal, wenn wir mit dieser rostigen Klinge jetzt in der Hand haben, dass wir das unseren guten Freunden, wie heißt der noch? Ali Kazam zeigen. Der irgendwo dann hier hockt. Dann machen wir erstmal kurz mal den Zauber. Wenn wir es dürfen. Wer hat das denn? Du.
Hintertür. Ich meine, es macht Sinn, dass wir einfach wegfusch. Und dann gehen wir nochmal kurz bei ihm. Wir gehen gemeinsam in die Stadt. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Wir werden das Schwert dem guten Alikazam präsentieren. Vielleicht kann er daraus ja zufälligerweise daraus das legendäre Schwert, machen. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich. Vielleicht. Ich denke, ihr wisst ja alles. Ihr seid allwissend. Das wissen wir ja alle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.